Super. Mega. Halt, da ist der Einstieg. Ups, Druck. Jo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Very Important Wendlihausen. Und herzlich willkommen, Elias Walser. Grüß dich, schön, dass du heute bei uns bist. Und in diesem einzigartigen Umfeld heute. Gell? Also, haben wir gut geplant, oder? Und freut mich, dass ich da sein darf. Also, Hirzer, das, was ihr mir schon vorweggreifen wolltet, der mal Hirzer. Also, ich würde sagen, Cheers und Cheers. Und Mahlzeit. Cheers. Mahlzeit. Mit deinem Geist. Das war echt Wahnsinn. Ja. Mhm. Ich habe übrigens einen neuen Slogan für dich, für Seefeld. Ja. Sonne, Strand und See, Seefeld. Was sagst du dazu? Du wirkst komplett überzeugt. Ich war vom Brettler heute. Unglaublich. Also extrem kreativ. Quasi Spaß beiseite, wie hast du dich eingelebt? Jetzt, bis der Monat da ungefähr. Passt alles noch so weit, quasi. Alles überlebt. Alles überlebt, den Anfangsstress überlebt. Und ich zähle noch nicht die Tage und Monate. Nein, ich habe mich gut eingelebt, gut akklimatisiert. Ich meine, von der Ramsau daher war ja von der Höhenlage jetzt einmal ziemlich gleich, ja, von Plateau zu Plateau. Deswegen habe ich es eigentlich ohne Kopfweh und so gut überlebt. Wir haben ja schon gesagt, ja, ohne Höhenzelt oder irgendwas. Genau. Also das war wirklich ein Riesenvorteil, muss ich sagen. Und ja, wenn man da sitzt, also dann kommt es mir fast so vor, als ob ich immer schon da war. Ja. Und natürlich ist das eine traumhafte Gegend. Ja, und da fühlt man sich relativ schnell heimisch und wohl. Und an einem Tag wie heute möchte ich die mit nirgendwo tauschen. Ja. Unglaublich. Und das ist echt jetzt so. Also bis jetzt auf jeden Fall, sorry wieder einmal an die anderen, aber die absolut gechillteste Brettlhausen, also so kann es weitergehen. Seefelder Joch. 1950 Meter Seehöhe. Stimmt das, Elias? Wenn es ist, das sagt, stimmt das zu 100%. Ob jetzt hat es das. Genau, also wir werden jetzt die Schilder austauschen. Ich glaube, wir sind genau auf der Höhe. Ja. Ich habe jetzt schon beim Aufgehen fast ein bisschen geschnauft. Man merkt ja, schon, ist nicht mehr Seehöhe, sage ich jetzt, sondern Meereshöhe, so muss man ehrlich sagen. Ja. Aber ich glaube, dafür ist die Aussicht Seefeldhöhe so fällt mir da ein, gell? Wahnsinn! Hätten wir wieder einen Slogan, ja. Rhyme-Time. Nein, also wie du schon angesprochen hast, wir haben da jetzt eine kleine Wandertour hinter uns. Wir sind natürlich aufgewandert. Genau. In Gin und Turnschuh, Straßenschuh von Seefeld aufs Seefelder Joch. Mhm. Hoch hinaus, und da haben wir wieder was vorbereitet. Du wolltest mit uns heute hoch hinaus. Ihr wisst, was ging. Du willst jetzt sicher hoch hinaus mit dem Tourismusverband in Seefeld. Das ist unser Motto. Also du könntest unser Strategiepapier schreiben, da sind genau die Schlagworte drinnen. Und natürlich ist es unser Ziel. Wir waren vielleicht als Seefeld, waren wir schon mal 80er Jahre weiter, wie wir jetzt wieder sein, haben wir ein bisschen stagniert, haben gewisse, sage ich jetzt mal, Neuausrichtungen hinter uns. Und ich glaube aber jetzt da mit Hinblick 2019, WM, Nordische WM bei uns, sind wir da auf einem richtigen Weg und es geht wieder nach oben. Und da will ich meinen Teil dazu beitragen. Ja, voll cool. Du bist ja jetzt frisch dabei, sozusagen, also einen großen Verband zu übernehmen. Mehr oder weniger. Ist ja ein ganzer Verband, ist ja nicht nur der Ort unten, sondern keiner mehrere Orte dazu. Genau. Ist ja, glaube ich, überhaupt eines der größten Ferienregionen auch in Tirol. Und gehört zu den größten dazu. Auf jeden Fall, genau. Das lassen wir auch so stehen. Genau. Was sind jetzt deine ersten Challenges? Deine Affinität ist, glaube ich, auf jeden Fall das Marketing, die Grundorganisation, was wir so aus dem Wien rausgehört haben. Sind auch so das die ersten Akzente, was du setzt? Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist an meiner Stelle, wenn man so Geschäftsführer von, so einer, von der Olympiaregion Seefeld ist, da geht es ja, glaube ich, in anderen Regionen ist es ähnlich, man kann ja prinzipiell allein mal gar nichts bewirken. Gell? Also an meiner Stelle brauche ich ein super Team, das, was mich unterstützt, mit mir den Weg gemeinsam geht. Und wenn das Team funktioniert, das ist mal so die Basis, dann braucht man natürlich auch die vielen, vielen fleißigen Unternehmen in der Region. Alle Hotels, wir haben sehr, sehr viele familiengeführte Hotels, bis hin zu den Bergbahnen, wo von einer sitzen wir ja da jetzt heroben, die Rosshütte.
Und nur wenn man die hinter einem hat und wenn man die quasi alle im Boot versammelt hat, dann kann man, glaube ich, überhaupt was bewegen. Gell? Ja, weil ja. Wenn ich meine, ich kann allein irgendwas bewegen, glaube ich, dann bin ich falsch, an der falschen Stelle, ja. Weil allein kann ich gar nichts machen. Sondern, und das ist so meine erste Aufgabe gewesen, da Struktur reinzubringen, ein bisschen neu zu strukturieren, ja. Weil ich sage auch immer, Dinge, die was jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär sind, die muss man gleich am Anfang machen. Gell? Ja. Man hat ja. Da nicht Zeit und sage jetzt mal, das muss man gleich die ersten Wochen und Monate machen und da bin ich gerade mittendrin. Ja. Spannend, aber werde von meinem Team super unterstützt und das ist, sage jetzt mal, der erste Schritt. Die nächsten müssen folgen. Ja, bin schon gespannt, was du so vorantreibst. Du kommst ja aus, oder deine letzte Station war ja die Ramsau. Ramsau am Dachstein, auch ein Plateau. Mhm. Du hast auch schon den Tourismusverband geführt, ist ja auch meine Heimat, gell, die Ramsau, da bin ich ja stolz. Ja, kann man gar nicht oft genug erwähnen. Generell, du ziehst dich so ein bisschen durch bei dir. Du bist ein, ich würde sagen, Plateaukind. Du, ja. Deine Heimat ist ja auch ein Plateau, dann Ramsau und jetzt da, also das zieht sich durch dein Leben, schaut's aus. Könnte man so sagen. Also ich fühle mich auf alle Fälle auf die Plateaus wohl. Ich habe mal ganz kurz, oder kurz, ein halbes Jahr in Graz gewohnt. Graz ist keine Megacity, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein absolutes Landei. Also ich könnte nie in einer größeren Stadt länger als eine Woche bleiben. Also wenn ich einen Städteurlaub mache, taugt mir immer, aber nach 3-4 Tagen muss ich wieder aussehen. Und jetzt wohne ich da in der Leutasch, fühle mich da richtig wohl. Komme am Abend heim, gehe noch runter laufen, Radl fahren. Und Paddleboarden. Genau, ja. Genau. Und da hat man auch viele Möglichkeiten und das liebe ich, das schätze ich. Ja. Und das ist einmal mein Ziel. Also ich glaube, so viel kann man gar nicht mehr zahlen, dass ich irgendwo mal in einer Stadt arbeite, sondern ich will am Land bleiben. Ja, cool. Das taugt mir. Und die Plateaus verfolgen mich so und ich glaube, ja, das ist ein Teil meines Lebens. Ja, ja. Und um wieder zurückzukommen auf unsere Tourismus-Thematik. Seefeld steht ja vor allem für Langlauf, für nordischen Sport. Gibt's da, oder was sind da so die Hauptchallenges jetzt für dich, so vor der Weiterentwicklung dieses Produkts vielleicht? Mhm. Oder, und wieder, ich verbocke immer gerne zwei Fragen in einer, oder ist vielleicht auch die Bestrebung, dass man sich nicht nur auf den Langlauf jetzt ausruht, unter Anführungszeichen, sondern auch neue Märkte erschließt, keine Ahnung, Skifahren etc., whatever. Also ein spannendes Thema zur ersten Frage. Da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. In die 80er, 90er Jahre habe ich müssen immer mit meinen Eltern wandern gehen und ich habe das gehasst. was ich da immer aufgeführt habe an den Wochenenden, das waren wirklich meine schlimmsten Wochenenden. Und ich habe mir immer gedacht, wenn man ehrlich ist, in die 80er, 90er Jahre, da sind ja wirklich nur mehr die Leute in die Berg gegangen, die was zu schier für den Strand waren. die sind überblieben, also so habe ich mich gefühlt und da habe ich mir gedacht, das macht keiner freiwillig. Gell? Ja. Und dann sind gute Tourismusregionen haben angefangen, den Sommer wieder zu bewerben, Wandern zu bewerben. Und da muss man, glaube ich, sagen, als Tourismusregionen müssen wir jeden Tag am Abend und in der Früh die ganze Outdoor-Industrie mit in unsere Gebete einschließen. Mammut, Salewas, Dynafitz, all diese, wie sie heißen, die ganzen Marken, die machen einfach einen super Job mit uns gemeinsam. Die helfen uns, glaube ich, und haben uns geholfen, das Wandern wieder attraktiv, sexy zu machen. Und wenn man heute in die Bergen unterwegs ist im Sommer auf die Hütten, was ich selber mittlerweile freiwillig sehr gerne tue, meine Eltern verarschen mich dann immer oder erzählen mir dann wieder Geschichten, was ich damals so gemacht habe, dann sehe ich, da sind junge Leute unterwegs, jung gebliebene. Das hat ja jetzt nicht per se jetzt immer mit dem Alter was zu tun, aber das ist einfach ein gewisser Lifestyle. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, auf Langlaufen. Ich bin ja keiner, der was jetzt in einem Skiclub dabei war, bei einem Wintersportverein, der was er als Kind gelernt hat. Ich war mal in der Hauptschule, glaube ich, mal langlaufen. Und wie jeder, wenn man so an Langlaufen denkt, wenn man die Augen schließt, dann denkt man einmal primär eher, sage ich jetzt einmal, ein bisschen altmodisch, langweilig, nicht so aufregend. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren sicher durch die neue Technik, oder neu ist ja mittlerweile nicht mehr, gibt es ja auch schon länger, das Skating ein bisschen gewandelt. Aber ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial. Und wie ich in die Ramsau gekommen bin, habe ich natürlich Langlaufen anfangen müssen, unter Anführungszeichen. Und haben mir gedacht, ja, das ist halt ein netter Sport, aber der wird mich nie begeistern. Und mittlerweile muss ich sagen, es gibt keinen geileren Sport, es gibt ja keinen gesünderen Sport. Ja. Aber wir müssen noch schauen, dass wir da mehr Lifestyle reinbringen. Ja. Und deswegen ist ja unser Ziel da in Seefeld, dass wir sagen, Langlaufen allein ist per se eine super Sportart, aber wir müssen jetzt einfach attraktiver machen, mehr Lifestyle, cooler verpacken. Ja. Und da haben wir ein paar Projekte in der Schublade.
Und das versuchen wir zu spielen. Und brauchen aber unbedingt auch die Industrie als Partner dazu. Ja. Und man sieht schon die ersten Ansätze, sage ich jetzt auch von Löffler angefangen bis zu Maloya. Die schauen einfach, dass sie einen Langlaufsport, mehr Lifestyle reinbringen. Und da wollen wir dabei sein, weil wir wissen, sobald jemand langlaufen geht, dann wird er irgendwann einmal in Seefeld vorbeikommen, in der Olympiaregion Seefeld, weil wir einfach ein cooles Angebot da haben. Ja, wirklich. Also irrsinnig schön. Auch im Sommer, jetzt im Winter war ich ja noch nicht da. Aber die Möglichkeiten sind einfach der Wahnsinn. Unglaublich, ja, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich habe mir schon schön vorgestellt, aber das hat alles übertroffen. Wir sind gestern noch zusammengesessen am Abend bei einem Bierchen in der Innenstadt. Also das innerstädtische Leben quasi, das ist schon sehr gemütlich da in Seefeld. Also die Fußgängerzone, die hat wirklich was, also die hat Qualität, die hat Charme. Gestern war natürlich auch ein wunderschöner Abend, kommt natürlich auch dazu, ein lauer Abend. War ganz, ganz wichtig, da schmeckt das Bier gleich besser. Und das macht ja genau die Olympiaregion Seefeld so aus, dass man den Charme hat. Auf der einen Seite, sage ich jetzt einmal, eine wunderschöne Fußgängerzone und man fährt da auf die Rosshütte raus, aufs Seefelder Joch. Und wenn man dann hinten reinschaut in die Bergwelt, Karwendel, dann hat man die reinste Natur, einen der größten Naturparke von den Ostalpen. Und das ist, glaube ich, genau die Kombination, was uns ausmacht, was der Gast da schätzt. Und für unser Motto ist ja auch immer ganz wichtig, wir sagen vorne und Anführungszeichen nutzen und hinten schützen. Und das funktioniert, glaube ich, bei uns ganz gut. Da drüben Skystyle noch. Ja. Man hat also quasi eine super Top-Infrastruktur, Tourismusinfrastruktur, die braucht man. Und gleichzeitig hat man aber dann sofort die wilde Natur, wo jeder für sich das Passende raussucht. Der eine ist lieber, sage ich jetzt mal, 7 Tage in der Woche im Karwendel unterwegs und der andere ist lieber 6 Tage in Seefeld unterwegs, geht golfen, geht Stand-Up-Paddling, geht wandern, Promenaden wandern und dann sagt er aber einmal will er so ins Karwendel reinfahren und so ein bisschen diese ursprüngliche Natur genießen. Und das versuchen wir zu spielen. Ja, irrsinnig schön. Und wo wir da jetzt sitzen, ist ja auch Wahnsinn. Wir werden das dann noch ein bisschen auf Bild festhalten. Das muss man jetzt einfach versprechen. Nächsten Winter werden wir da mal irgendeine Abfahrt genießen, glaube ich, oder? Mit unserer Freeride-Ski. Freeride-Winterbrille auch noch, oder? Genau. Ich war ja früher da heroben immer als Ski- und Snowboard-Lehrer und damals war Snowboard noch cool. Also da war so das Motto, so Border Fuck the Rules. Da war noch Snowboard cool. Muss man auch wieder sagen, Snowboard hat ja Skifahren gerettet, weil nur durch den Druck der Snowboarder ist Skifahren wieder cool geworden. Ja. Vor allem hat es die Freeski gegeben, einmal was wieder stylisch Skifahren zu gehen. Vorher war ja, wo ich Snowboard-Lehrer war, da ist ja keiner mehr freiwillig Skifahren gegangen. Ja. Das hat sich geändert, also sieht man einfach, wie wichtig die Industrie ist und dass man einfach das Produkt sexy und attraktiv halten muss. Für mich das beste Beispiel eigentlich dafür. Gell? Genau, und das gelingt uns jetzt in der Zukunft mit Langlaufen. Und da haben wir viele Varianten, also wir haben im Winter nicht nur Langlaufen, das ist aber unser Steckenpferd. Ja. Der nordische Bereich, da sind wir gut dabei. Da gehören wir zu den Besten, aber wir haben natürlich noch ein breites Angebot von Winterwandern bis hin zum Skifahren, wunderschöne Skigebiete da. Aber in die Auslage stellen wir großteils im Winter das nordische Produkt. Ja, wunderbar. Das ist die perfekte Überleitung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jetzt Hunger. Die Fegel, genau. Genau, ich warte noch, bis da so ein Steinadler daherfliegt und dann unser Jausen klaut. Das lassen wir uns nicht. Also, liebe Zuseher, ihr dürft uns jetzt beim Jausen zuschauen. Genau. Also, ein kleines Messer habe ich dabei, falls wir es brauchen. Wie immer mit Landjäger von der Mama, gell? Also, die sind heute auch wieder an Bord. Ah, stylisch. Dann nehmen wir den Beitritt. Ja, super. Ja, passt. Dann darf man uns bedienen, oder? Ja, mal öfter mal, oder? Passt gut. Elias, das ist wohl die alpinste Bretteljausen, was wir je gehabt haben. Freut mich, dass ihr da seid, ja. Unglaublich. Also man sieht da weit umeinander, weit über die Landesgrenzen hinaus, offensichtlich. Gell? Ist da drüben Bayern? Genau. Da hinten sieht man schon Mittenwald. Ja. Und da geht Bayern los, Landesgrenze nach Deutschland. Ja. Auf unserer Rückenseite sozusagen, sieht man auch Seefeld, oder? Und ich sehe da schon, da schreit es ja quasi schon auf. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, sage ich jetzt einmal, für die Nordische Ski-WM 2019. Genau.
19. Februar geht es los. Ja. Wir haben da ja den Zuschlag bekommen. Da muss ich ja dazu sagen, ehrlicherweise, da habe ich nicht, überhaupt nichts dazu beigetragen, dass die WM da ist. Das haben, sagen wir, der Tourismusverband vorher gemacht. Hast du da keine Fäden im Hintergrund schon gezogen? Nein, gar nichts. Da hat wirklich der Tourismusverband mit meinem Vorstand super Arbeit geleistet im Vorfeld. Dann natürlich auch die Gemeinde mit unserem Bürgermeister und natürlich der ÖSV, der Österreichische Skiverband. Ja. Dass man gleich beim ersten Mal bei der Bewerbung hat man den Zuschlag erhalten. Also da hat wirklich jeder, glaube ich, im Hintergrund richtig, richtig gut gearbeitet. Und jetzt sind wir sehr stolz, dass wir es da haben. Die Vorbereitungen laufen auch schon länger auf Hochtouren. Man hat da aber jetzt oft lange Zeit noch nicht so viel gesehen, weil natürlich im Hintergrund viel passiert ist. Aber jetzt seit Montag gehen die wirklich die ersten Arbeiten, die was dann jeder sieht, da richtig los. Der Bagger ist aufgefahren und man kann bereits heuer im Winter so die ersten Original Langlaufloipen dann auch testen. Ja. Also das sollte bis Winter ein Teil fertig werden und bis 2019 sind aber noch einige Großprojekte am Start. Das heißt, rein, wenn wir jetzt mal das Bauliche betrachten, wird sehr viel umgebaut. Auch. Also eins, was wir schon geredet haben, natürlich der Bahnhof wird erneuert. Mhm. Aber auch, also wie du gerade gesagt hast, auch bei den Langlaufpisten oder Loipen wird da relativ viel gemacht. Genau, also die werden komplett neu trassiert, entsprechend breit gemacht, wird das also einfach für die heutige Technik. Damals 85 war ja die WM auch schon bereits da in der Olympiaregion, aber damals war es nur klassisch, jetzt ist das Skating dazu gekommen, wie jeder weiß. Und da wird viel, viel neu gebaut. Da haben wir einen Experten eingeladen und da bin ich überzeugt, dass das nicht nur eben für die Profisportler gut ankommt, sondern auch für den Otto-Normalverbraucher, für den Tourist, wie wir es sein. Und da kann man eben den ersten Teil heuer schon erleben. Wir machen eine neue Schneeanlage, einen neuen Speicherteich. Da wird wirklich viel passieren. Und da freuen wir uns drauf, wenn es richtige Qualitätsoffensive in Langlaufen bei uns. 279. Weißt du, was das ist für eine Zahl? Ja, das ist jetzt viel, das ist gemein. Gell? Das ist gemein, das ist gemein. Das habe ich so gut vorbereitet, aber das ist im Briefing ist das nicht drin entstanden. Und da haut er wieder an. Ja. Das ist einfach ein Wahnsinn. Das sind die Loipenkilometer. Und da bist du alle schon gelaufen bei uns? Nein, aber das war mein Ziel. Also ich habe mir jetzt gedacht, als Ziel, ich möchte 279 Loipenkilometer in Seefeld laufen. Also du kannst die Pisten auch gerne auflaufen. Haben wir nicht ganz so viele Kilometer, aber auch einige. Ich bin sie auch nicht gelaufen selber. Ja. Ich war aber in Seefeld natürlich und in Leuterström schon laufen. Bin heuer auch schon den Ganghoferlauf mitgelaufen. War nicht so gut, aber war Mods Gaudi, eines der größten Langlaufrennen bei uns und überhaupt in Österreich. Also gerne. Bist jederzeit herzlich willkommen und klassisch uns geht. Ja, voll cool. Werden da jetzt auch durch die WM mehr Kilometer noch dazukommen? Werden da neue Loipen geschaffen oder werden die einfach verbreitert? Genau, es werden teilweise komplett neue Loipen erschaffen. Andere werden dann dafür wieder im Gegenzug zugemacht und geht eigentlich mehr in Richtung, sage ich jetzt mal, Verbreiterung, neue, sage ich jetzt mal, die Anstiege entschärft, beziehungsweise einfach die Qualität verbessert, aber nicht, dass jetzt da, keine Ahnung, 50 Langlaufkilometer dazukommen. Da haben wir genug, das reicht da, sondern es geht eigentlich vielmehr eher, dass man die Qualität noch steigert. Ja. Und wir überlegen uns in der Zukunft auch vielleicht gewisse Loipen dann nur einen gewissen Zeitraum aufmachen und dafür aber vielleicht auch in Bereiche, wo sonst das restliche Jahr über die restliche Wintersaison keine Loipe verläuft. Ja, eben, also baulich für die Infrastruktur Riesenchance, die WM, was man da investieren kann oder auch muss, natürlich. Genau. Aber auch nachhaltig natürlich vom Markenwert her. Seefeld wird noch bekannter werden. Mhm. Birgt natürlich auch Risiken. Mhm. Wo siehst du die Risiken oder wie kann man vielleicht da irgendwo Risiken minimieren? Mhm. Also eine WM, ich habe es also damals in Schlabing 2013 mitbekommen, bringt einer Region, das muss man aber sagen, immer sehr, sehr viel, weil einfach viel investiert wird. Und da werden Projekte, wie du angesprochen hast, wie der ÖBB Bahnhof, der würde nicht saniert werden, weil er einfach nicht die Frequenz hat. Und der wird jetzt im Rahmen der WM saniert von den österreichischen Bundesbahnen. Und das bringt uns als Ort und als Region sehr, sehr viel. Aber natürlich bringt auch so eine Großveranstaltung, sage ich jetzt einmal, eine gewisse Hektik, ein bisschen Trubel mit. Da muss man einfach im Hintergrund auch gut arbeiten, muss man gewisse Konflikte erlösen. Und natürlich sind wir als Gemeinde und als Region bestrebt, nicht, dass wir nur wunderschöne Weltmeisterschaften haben, wunderschöne Bilder aus der Region in die Welt herausbekommen, sondern dass wir dann wirklich alles, was getroffen wird, dass wir das auch danach entsprechend nutzen können. Nur dann bringt es uns wirklich was. Ja. Und ganz wichtig, dass wir den Schwung aus der WM mitnehmen. Nicht, dass wir jetzt meinen, jetzt haben wir die Weltmeisterschaft bei uns gehabt und jetzt sind wir Weltmeister, sondern das ist eine Möglichkeit, also ein Zeitfenster, was aufgeht und das müssen wir bestmöglich nutzen. Ja. Und das ist aber nicht, dass es automatisch funktioniert, sondern da müssen wir
viele, viele Projekte starten, ja, die was darüber hinaus auch gehen. Ja, richtig, das ist so die große Gefahr, gell, dass man sich dann auf dem Ruhm ausruht. Genau, quasi, ja, genau, weil man denkt sich, jeder schaut nach Seefeld, weil da die WM ja ist, und man ist quasi immer in den Medien und denkt sich, das ist selbstverständlich. Ja. Ja. Und dann ist die Schlussfeier und am Montag geht es normale tägliche Geschäft wieder weiter. Ja. Und da muss man auch vorher schon, sage ich jetzt mal, die entsprechenden Maßnahmen treffen, dass es dann auch wirklich weitergeht, weil sonst nimmt man den Schwung einfach nicht mit. Stimmt. Und da sind wir aber mit der Gemeinde und allen Partnern, auch ÖSV und mit dem Tourismusverband und allen Hotelkooperationen und Partnern sind wir gut aufgestellt und das müssen wir mitnehmen. Und das wissen wir, glaube ich, auch von 1985, ist es vielleicht in ein paar Bereichen nicht so gelaufen, und da hoffe ich, dass wir aus den Fehlern lernen und das besser machen. Ja. Na, und generell, also Momentum für den Wintertourismus dann auf jeden Fall da. Wie ist jetzt momentan so die Verteilung auch im Sommertourismus? Ist das schon ein großer Unterschied in Seefeld, dass eben im Sommer doch ein bisschen abfällt, oder ist das gar nicht so dramatisch? Nein, für die Nächtigungszahlen haben wir sogar im Sommer mehr als im Winter, aber natürlich ist der Umsatz, was für die Hotellerie sehr, sehr wichtig ist, und die Tagesausgaben im Winter noch höher. Aber wir haben zum Glück einmal schon zwei Saisonenverteilung. Wir schauen, dass wir den Herbst noch besser mitnutzen können. Ja. Da sehen wir Potenziale, und wir sind zum Glück auch relativ international aufgestellt für den Nationenmix. Aber natürlich wissen wir auch, wenn der deutsche Markt ein Problem hätte und der deutsche Tourist nicht mehr zu uns kommen würde nach Tirol, in die Olympiaregion Seefeld, dann hätte man ein massives Problem, und es würde noch Jahre dauern, bis man vielleicht einmal andere Gästeschichten aus anderen Ländern noch aufbaut. Ja, ja. Das ist uns aber aufgefallen, gell, dass jetzt vor allem im Sommer eine große Durchmischung vorhanden ist, quasi der Gästegruppen, so allein am Dorfplatz unten. Gell. Genau. Das fällt positiv auf, fällt da glaube ich die Gäste positiv auf. Gell. Genau. Also wir haben sicher den Vorteil, dass wir jetzt nicht vor einer Gruppe ganz, ganz viel haben, die was dann oft nicht mehr zusammenpassen. Wir haben Hoteliers erzählt, dass im Winter zum Beispiel muss man auch aufpassen mit Russen, Ukrainer, die kann man oft nicht gut auf einen Tisch zusammensitzen. Richtig. Und da haben wir jetzt aber nicht dass wir da Probleme kriegen, sondern ist glaube ich ein gesunder Mix, den was wir haben. Aber trotzdem müssen wir schauen, dass wir noch andere Gäste herbringen. Und da ist die WM sicher wieder eine Chance, gerade im skandinavischen Raum, weil einfach dann auf einmal ist man in Norwegen, in Schweden einfach bekannter, wenn man weiß, bei uns wird die Weltmeisterschaft stattfinden 2019, und den Schwung ist genau sowas, was wir jetzt nutzen müssen, dass wir jetzt die Kooperationen aufbauen, und da erwarten wir uns einiges in den nächsten Jahren, auch über die WM hinaus. Ja, sehr interessant. Und vielleicht so ein ganz großer Weitblick noch einmal, vielleicht sogar als Abschluss. Schauen wir mal, was uns dann noch so einfällt. du als, oder dein nächstes Ziel vielleicht so, oder so ein bisschen ein Science-Fiction-Ziel, du als Tourismuschef von Österreich, so, nennen wir es einen Tourismuskanzler. Cool, gefällt mir jetzt eigentlich. wo siehst du so global die Problematiken vielleicht auch bei den Langzeitgästen, Kurzurlaub, sind natürlich sehr ein Trend. Wo siehst du so global gesehen, ganz global gesehen, so die Problematiken, die was man jetzt vielleicht in den nächsten Jahren bekämpfen muss? Ich habe kein Interesse, da irgendwas was zu ändern. Ich fühle mich da wohl in der Olympiaregion, und da wird man keinen Tag langweilig, weil da haben wir noch viele Projekte vor. Also da möchte nie ein Tourismuskanzler werden. Da gibt es andere fähigere Leute bei uns im Land, und die sollen das machen, und die machen das viel besser als ich. Aber ich glaube prinzipiell natürlich in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit, unsicheren Zeit, haben wir auf der einen Seite, ist es für den Tourismus nie gut, wenn man nicht weiß, ob das Land jetzt noch sicher ist, wenn Anschläge passieren von unterschiedlichsten Seiten. Und durch die ganzen Social-Media-Geschichten und das Internet kommen einfach auch gewisse Informationen ungefiltert, prasseln auf einen ein. Und es geht mir selber so, man denkt sich, wow, Wahnsinn, wo kann man denn heutzutage überhaupt noch hinfahren? Und wenn man das aber dann wieder in Kontext stellt mit früher, da muss man sagen, dass in vielen Ländern dort die Welt doch sicherer geworden ist, und das ist, man kann freier reisen, und der verfälscht das Bild ein bisschen. Also ich glaube, deswegen darf man das auch nicht überbewerten, aber natürlich durch Social-Media-Kanäle wird das einfach verstärkt, und das ist immer schlecht für den Tourismus. Umgekehrt, natürlich müssen wir auch wieder sagen, in Österreich profitieren wir davon, weil einfach Österreich ein sehr sicheres, sauberes
ich sage mal vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wirklich ein einzigartiges Urlaubsland ist. Da spielen wir ganz, ganz weit oben. Da spielen wir Champions League im weltweiten Vergleich. Ja. Und da sind wir gut aufgestellt. Ich glaube, da können wir, sage ich mal, positiv in die Zukunft schauen. Ja. Ich sage oft auch, dass wir uns in der Zukunft vielleicht noch mehr Gedanken machen müssen, so wie bei uns in der Region über den Winter. Ja. Also die globalen Trends, da spielen uns auf dem Sommer, der fängt wieder mehr an zu laufen. Der war schon einmal in den 90er Jahren weit unten, aber jetzt läuft er wieder richtig gut an. Und für uns wäre eigentlich, glaube ich, viel, viel wichtiger, dass man unseren Unternehmen einfach und vielen, vielen fleißigen Unternehmer, dass man einfach die Rahmenbedingungen wieder verbessert und die kämpfen wirklich. Und zum Glück kämpfen sie noch. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, also wir brauchen unbedingt die ganzen Familienhotels, weil sonst kannst du einen Tourismuskanzler haben. Aber wenn keinen mehr hast, der was Tourismus macht, vor Ort, im Hotel, auf der Hütte, im Restaurant, im Schwimmbad, bei den Bergbahnen, dann brauche ich ja keinen Kanzler. Ja. Und das ist, glaube ich, daran sollte man arbeiten. Ja. Und das ist eher, glaube ich, die größte Challenge für die Zukunft in Österreich und bei uns. Ja, nein, sehr, sehr, sehr schöne Antwort. Also hiermit möchte ich sagen, Elias Walser vor Tourismuskanzler. Den wirst du nicht los. Das ist ich schon die Wahlplakate. Ja, passt. Okay. Also, ich finde, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ein sehr weises Schlusswort. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach unten. Genau. Wir werden noch die eine oder andere Bretteljausen verzwicken heute, habe ich so das dumme. Also bis zum Stadion, Langlaufstadion, da sehen wir die einen oder anderen Hütten. Genau, und da kämen wir ein. Da kämen wir ein. Und also wollen wir dann später lallen, falls wir noch weiter interviewen, dann verzeiht uns das bitte. Aber da herum, es schmeckt einfach so gut. Schmeckt einfach so gut, da sind wir da. Ist unglaublich, daheim schmeckt es nicht so gut. Ja, passt. Sehr gut, brechen wir auf. Brechen wir auf. Give me red lipstick and a poppy red rouge, a shingle bob hair.